what you want to the same. Und ich freue mich übrigens auch auf meine nächsten beiden Gäste. Und ich kann nur hoffen, dass das Ganze heute hier glimpflich ausgeht. Denn die haben sich was Großes vorgenommen. Herzlich willkommen, hier sind Tanja und Michaela. Hallo ihr beiden. Hallo. Es ist wirklich so, ich musste über eure Geschichte echt lange in der Redaktion noch mal reden, ja, weil ich das war so, es klang für mich so kompliziert alles im ersten Moment, dass wir das alles noch mal aufgedröselt haben und wie war das denn eigentlich und was ist da passiert? Vielleicht schafft ihr es ja jetzt das mal so zu erklären, dass es fürs Publikum direkt verständlich ist. Wer will anfangen? Mach du mal. Na, es ging darum wegen meinem Vater eben. Meine Mutter hat sich damals von meinem Vater getrennt. Ja. Und ist dann mit einem anderen zusammengegangen. Ja. Und ist aber in dem Sinne mit meinem Vater mehr oder weniger zusammen gewesen. Aber ist ihm auch in dem Sinne fremdgegangen. Dein Vater Michael? Genau. Ja. Das heißt, um es mal auf den Punkt zu bringen, du bist dir nicht ganz sicher, ob deine Mutter, ob du sozusagen das Produkt eines Seitensprungs bist oder ob du wirklich die Tochter von deinem Vater Michael bist. Genau. So, dann ist noch was passiert. Was ist mit deinen Eltern? Ja, meine Eltern, wie gesagt, ist halt eben die Frage, ist mein Vater ihr Vater oder ob nicht? Ihr wollt wissen, ob ihr Geschwister seid? Genau. Oder nicht? Ja. Ja, also ihr, man könnte sagen, Stiefgeschwister seid ihr ohnehin ein Stück weit, aber ihr wollt wissen, ob ihr auch wirklich Halbgeschwister seid, eine Blutsverwandtschaft besteht. Mhm. Interessant, also für euch ist es vielleicht einfach nur interessant oder spannend. Für Michael steckt da, glaube ich, ganz viel mehr hinter, denn für Michael ist das eine Bauchschmerzfrage. Der hat dieses Thema schon seit vielen Jahren auf dem Tisch und hat sich immer geweigert, das Thema zu sehr anzugehen. Warum, das soll er uns selber erzählen. Er bringt Sabine mit. Sabine, deine Mama? Genau. Ne? Die beiden leben zusammen? Ja. Okay, ich begrüße die beiden. Hier sind Michael und Sabine. Hallo ihr beiden. Hallo. Ich weiß, Michael, dass der Gang für dich hierher heute sehr schwer ist. Warum? Er wünscht es so sehr, dass es auch seine Tochter ist. Weil du sie als deine Tochter großgezogen hast und weil du sie liebst wie deine Tochter. Oh. Du wolltest den Test nie machen, oder? Nee, warum? War meine Tochter? Ja, war nicht in Frage gestellt. Aber es war schon immer klar, dass es eine Möglichkeit gibt. Ja, du bist einmal fremdgegangen. Das ist ein bisschen anders. Also, ich war mit ihm damals zusammen. Ich habe ihn ja mit 14 kennengelernt. Dann hat er aber seine ihre Mutter kennengelernt, ist mit ihr zusammengegangen. Ja, hat dich für sie sitzen lassen, sozusagen. Genau. Mhm. Und dann sind wir aber wieder zusammengekommen. In dem Sinne, ich habe ihre Mutter mit ihm betrogen. Ich war seine Geliebte. Ja, das ist blöd zu erklären, aber. Also es verbindet euch in jedem Fall ganz viel. Ganze Menge, ja. Ja, also das Ding ist nur, du bist dann sozusagen auch fremdgegangen, weil es irgendwann Knatsch bei euch beiden gegeben hat. Und das ist halt das Problem. Mit diesem anderen Mann, wie oft hast du mit ihm geschlafen? Also mit den einen einmal. Einmal. Es geht wirklich nur um die Frage, ob dieses einmal dazu geführt hat, dass Michaela von diesem anderen Mann ist. Wie heißt der? Ingo. Ingo. Aber es ist echt verworren. Das Schlimme ist, Michael, ich sehe, dass du emotional schon total angegriffen bist. Ich traue mich gar nicht allzu sehr ins Thema zu gehen, weil ich weiß, wie wichtig das für dich ist. Trotzdem, du musst dich, das muss euch allen immer klar sein, damit auseinandersetzen, dass es auch die Situation gibt, dass es was ein negatives Ergebnis gibt. Dass Ingo der Vater ist. Wie willst du damit umgehen, wenn es so ist? Wie willst du damit umgehen, wenn es so ist? Bleibt meine Tochter, ob so oder so. Okay, es wäre natürlich wunderschön, wenn es anders wäre. Für alle, das wäre der beste Ausgang, oder? Ja. Seid ihr bereit? Alle Mann? Okay, dann kommt hier das Ergebnis. Ich muss mich hier durch meine vielen, vielen Tests wuseln. Boah, ich habe hier so viele, das ist der Wahnsinn. Also. Ist Michaela, die du mit all deiner Herzenswärme großgezogen hast,
die du wirklich liebst, auch dein Kind? Das ist die Frage. Was sagst du dazu? Du bist die Mutter, du musst es eigentlich spüren. Wie gesagt, das war eigentlich normalerweise nie ein Thema gewesen für uns. Der war von Anfang an sein Kind. Es auf sich beruhen lassen wollt ihr nicht lieber? Nee, Michaela möchte gerne wissen. Und dann ändert es sich ja bei uns auch nicht. Okay. Ihr seid aber auf alles gefasst, ja? Getestet wurden Michael, Sabine und Michaela. Die Analyse des uns übersandten genetischen Materials und die wissenschaftliche Auswertung hat ergeben, dass es sich beim Spender bei solchen genetischen Konstellationen nach internationalen Standards 100%ig nicht um den Vater handelt. Ja? Das tut mir sehr, sehr leid. Ich hätte gewünscht, ihr hättet nicht dran gerührt. Ich hätte gewünscht, ihr hättet es einfach auf sich beruhen lassen. Michael, es tut mir sehr leid für dich, ehrlich. Aber bitte vergiss das nicht. Sie steht als gesunde, junge Frau vor dir. Ich hoffe, als glücklicher Mensch, das weiß ich nicht. Ja? Aber sie ist der Charakter, der sie ist, weil du massiv Einfluss darauf geübt hast und sie zu einem tollen Menschen gemacht hast. Das ist viel wichtiger, okay? Aber ich verstehe total, dass du tief traurig bist. Sie bleibt dazu oder so. Ich weiß gar nicht, was ich euch mit auf den Weg geben soll, ehrlich. Aber denkt dran, ihr seid gesund, ihr habt euch. Ist viel wichtiger als alles andere, okay? Tja. Wie schicke ich euch denn jetzt weg? Ich weiß gar nicht, was ich euch sagen soll. Kriegt ihr das hin? Ja, klar. Ja, klar.